So, nun geht's weiter mit dem 36. Teil. Ich hätte gerade plötzlich ein Zombie-Geräusch gehört. Also natürlich gerade beim Partwechsel. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen weg vom Zuhause und ein bereits bekanntes Sandvorkommen hier auszugraben. Und das werde ich euch sagen im Laufe des Parts, warum ich hier so viel Sand ausgrabe. Und auch den Sandstein. So, ich sagte das jetzt schon. Und zwar will ich nämlich bei meiner Pyramide komplett Sandstein haben. Und auch die Ebenen und Sandsteintreppen. Also alles soll da aus Sandstein bestehen. Außer die Fenster aus Glas. Erste Staufe ist kaputt. Zombies. Hier sind Zombie-Geräusche. Wo kommen die her? Man sieht. Ich grab hier einfach mal weiter. Werde ich wohl finden. Wo kann man die am schnellsten ausgraben? So. Spitzhacke, um hier den Sandstein abzugraben. Ich komme gerade bis hier runter. Ich werde hier den ganzen Part hier widmen, um den Sand abzugraben. Oder von der vielleicht, na, nicht ganz, aber nicht den ganzen Part, aber vielleicht mindestens die Hälfte. Eine Höhle, die muss ein bisschen hier zumachen. Damit ich dann nicht einfach reinfalle. Das ist ja diese Sandsteinebene, wenn ich sie weggrabe. Eine Höhle ist da, vielleicht kommen da auch die Zombies her. Das ist schon die zweite Schaufel, die ich jetzt gerade brauche. Eine Schaufel kann man ja relativ schnell abbauen hier. Ich habe hier auch mehrere Eisenschaufeln gemacht. Hier die Blöcke mitnehmen. Und jetzt hier das die Absperrzone machen, dass man hier nicht runterfallen kann. Und nicht zu tief. Ein bisschen Brot. Na, hat er nicht gegessen. Und da bin ich auf die Windows-Taste gekommen. Vier Minuten erst. Ich kann es natürlich vorstellen, dass ihr vielleicht das langweilig findet, aber gerade jetzt hier sind dann diese. Ich habe schon einiges hier an Sand und Sandstein. Ich muss vielleicht sonst immer später gegebenenfalls nochmal zurückkehren, falls das hier, was ich hier ausgrabe, nicht reicht. Dass ich irgendwie eine Ebene nicht machen kann. Jetzt grabe ich das hier aus, wie das Wasser da sonst reinkäme. Jetzt hier noch diese Ebene weggraben. Doch schon einiges an Sand hier, was ich hier am Ausgraben bin.
Noch kann mein Inventar das hier aufnehmen. Also mein Rucksack ist ja noch längst nicht gefüllt. Also längst noch nicht zu 100%ig gefüllt. ...2304 Blöcke könnte man insgesamt von einer Sorte mitnehmen, wenn man nichts anderes mit hat. Dann noch ein Erdblock. Ich fürchte, das reicht nicht, dass ich hier ausgrabe. Hier wieder so ein Sandstein. Dann baut sich das mit Hand auf so. Aber der Spitzhacke geht so. Geht ziemlich schnell weg. Ich habe es hier noch. Oh, es wird schon wieder dunkel. Also Bett hier aufstellen. Ich kann noch nicht schlafen. Ich bin aber erst bei 6 Minuten 40 Aufnahme. Und die dritte Schaufel ist aufgebraucht. Jetzt hier schlafen gehen. Und wenn die aufgebraucht ist, muss ich anscheinend wieder zurück. Weil ich habe hier nämlich kaum Sandstein. Oder da unten ist ein, oder ist Sandstein. Da den Sand darf ich nicht mehr weggraben, weil er hinter Wasser ist. Aber auch viel Sand, das muss doch reichen. Im Moment hat der Pyramide habe ich bisher noch keinen Zweck zugewiesen. Könnt vielleicht sagen, was ich für den Zweck wenden soll, diese Pyramide. Und hier ein bisschen Sandstein abgraben. Hier nochmal Leersand abgraben. Kommt ja noch mehr. Sandstein brauche ich ja vor allem. Normalen Sand brauche ich ja nicht. Aber vielleicht könnte man mal auch einmal aus einem Sandsteinblock mal wieder 4 Sandblöcke mal herkraften können. Kohle brauche ich gerade im Moment nicht. Oder sollte ich Kohle mitnehmen? Ich glaube, ich nehme die einfach mal mit. Da ist eine Höhle unten drunter. Und das ist hier auch der Fall. Die Höhle auch hier drunter. Hier einfach mal die Kohle weggraben. Hier ein bisschen Sandstein abgraben. Inventar schon relativ schnell voll.
diese Höhle will ich natürlich nicht rein. Das ist jetzt die letzte Schaufel, die ich habe, deswegen ist die jetzt auch schon zersprungen. Jetzt habe ich noch die Spitzhacke, wo ich noch ein bisschen was hier abgraben kann. Kann ich ja eigentlich schon zurückkehren. Nur mit reichlich Sand bzw. Sandstein im Gepäck nach Hause zurückkehren. Sandstein geht schneller abzubauen als normaler Stein. Das ist extra so, dass der Sandstein schneller abbaubar ist. Sag mal, ich grab noch diese Spitzhacke hier weg. So. Der brauche ich sowieso nicht. Wenn ich jetzt so loslaufe. Inventar ist ja schon wieder voll, also sollte ich nur wirklich heimkehren. Inventar ist mit relativ viel Sand gefüllt. Jetzt muss ich wieder Richtung Spawn zurücklaufen. Die Sonne geht nach da unter, also ich glaube Richtung Westen. Jetzt muss ich erstmal wieder nach Hause und dann den ganzen Sand erstmal den Sandstein umkraften und dann schon mal der Pyramid, mit den Pyramiden weiterbau machen. Die Pyramide, der Grundriss steht ja schon, aber ist der Boden teilweise rausgerissen, weil ich dann nämlich die Erde nicht haben will, ich will da Sandstein haben. Und vielleicht kann ich das so machen, dass ich da unten eigentlich so einen Kasten machen würde und da eine Monsterfalle. Da muss ich eigentlich alle Fackeln dann wieder rausnehmen. Eine Monsterfalle da rausbauen. Und dann oben drüber eine Art Wohnung. Unten ist nämlich die größte Fläche. Und da oben müssen die Monster ja zwischendurch. Jetzt geht's ja doch eigentlich mit den FPS-Zahlen. Aber ich weiß auch nicht, warum das jetzt immer diese Lags hat. Ich werde jetzt ja die Minecraft-Einstellungen und die Performance-Einstellungen ein bisschen so geändert, dass ich die Wolken ausgeschaltet habe, die Grafik auf schnell und dann auch noch die Render-Distanz reduziert habe und versucht, Lags zu reduzieren und den Let's Play Shows Spaß zu erhöhen. Ich glaube, ich komme noch so etwa bei Sonnenuntergang. So ungefähr werde ich dann zu Hause sein. Also in etwa, wenn die Sonne untergegangen ist. Zack, hier Erde hin. Und ich auch direkt auf den Weg dahin. Hier wäre auch eine gute Schneefarm zu bauen. Schnee kann man nämlich überall farmen, wo Schneegebiet ist. Ein hier normale Taiga ist ja ohne Schnee. Oh, ich glaube, mit Sonnenuntergang glaube ich genau, kommt es nicht hin.
würde wahrscheinlich doch anscheinend erst eintreffen, wenn es schon eingenachtet hat. Ich laufe jetzt mal nach Hause. So, das ist nämlich deutlich nach unten gegangen. Da ist erstmal ein Wald. Da kommt noch so eine Taiga. Also nach dem Wald kommt noch eine Taiga, dann eine Ebene. Und dann kommt der Sumpf, wo ich wohne. Also Wald, Taiga, Ebene, Sumpf. Und eben schon wieder ein Zombie-Geräusch gehört. Sonne geht bald unter. Also ich benutze bei 1.8 gar keine Mods. Ich kenne auch bisher, weiß gar nicht, ob es bisher schon manche Mods gibt, die auf 1.8 aktualisiert wurden. Also zum Beispiel Singleplayer Command kann ich ja bisher auch nur auf der 1.6.2 spielen. Weiter aktueller gibt es das bisher nicht. Oder ist das jetzt schon diese Ebene? Dann dürfte ich eigentlich eine Taiga streifen. Ich glaube, ich würde so gegen 22 Uhr Minecraft-Zeit eintreffen. Jetzt ist es so gegen 17 Uhr. Wenn die Sonne untergeht, ist es... Also kurz vor Sonnenuntergang ist es 18 Uhr. Hier ist sowieso schon die Ebene. Mein Hunger geht schon wieder zurück. Aber ich glaube, ich brauche jetzt nicht nochmal in der Nacht zu schlafen. Das, was ich mal einfach gesagt habe, den ganzen Part den Graben, Sand ausgraben widmen, ist längst nicht Wirklichkeit. Hier ist ja noch eine Ebene. Da dürfte gleich der Fichtenwald auftauchen. Rechts ist auf jeden Fall dieser Roof Forest. Und da laufe ich jetzt anders, als ich anscheinend am Fichtenwald vorbeilaufe. Aber jetzt ist Sonnenuntergang da. Ach, da ist der Fichtenwald. Und hier ist auch diese Generierungsgrenze 1.7 zu 1.8. Das sind dieser Fichtenwald, die noch 1.7er Style hat. Jetzt ist die Sonne gerade am Untergehen. Baut es sehr schnell ab, Eisen. Eis ist ganz schnell abbaubar, aber jetzt braucht man eine Behutsamkeitsspitzhacke, um das abzubauen. Jetzt bin ich schon mal auf der Ebene hier. An der Taiga bin ich jetzt schon vorbeigelaufen. Ich muss wahrscheinlich noch einmal an diesen Fluss rüber. Ja, da rechts ist schon mal die Pyramide. Ich muss ja noch mal den Fluss hier rüber. Da sich da hinten zu einem See entwickelt. Die Pyramide, die erleuchtet nachts, aber ich will sie ja noch mit zusätzlich noch ein paar Fackeln ausstatten. Mal gucken, ob ich was drin spawnen kann. Dann spawnt da nichts mehr drin. Hier fehlen eigentlich so ein, zwei Fackeln. Oder drei oder vier. Da ist schon mal eine Spinne gespawnt. Eine Spinne gespawnt. Schwert. Spawnen jetzt allerlei Monster. Ich dachte erst, sie wären Monster, aber... Soll ich Axt dabei? Nein, habe ich nicht dabei. Ich wollte hier erstmal Monster-Spawnerei direkt in Umgebung um mein Haus verhindern. Aber jetzt erstmal schlafen, nach so einer langen, nach wieder relativ... Sag mal, relativ lang Reise. Jetzt hier ist man aus dem Sand hier wieder Sandstein craften, muss sagen. In Übermassen hier. Sand, 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 Sand.
Das ist schon mal Sandstein, das ist auch schon Sandstein, das ist auch schon Sandstein, das ist schon Sandstein. Zack, zack, zack. Nochmal so ein 64, 14. Nochmal 64, 64, 64 und noch ein 64er. Das ist Sandstein, das ist Sandstein. Zack. Jetzt habe ich natürlich genau die 64 Stacks voll, also warte. Hier habe ich sowieso noch mehr Sandstein, hier ist noch mehr Sandstein und hier ist noch ein bisschen mehr Sand. 42 Eisen ist fertig. Und jetzt habe ich erstmal noch ein bisschen Sand, aber ich werde das im nächsten Part machen. Also hoffen wir, dass der Part euch gefallen hat. Gebt dafür einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt dieses Video, damit ich bekannter werde, wenn meine Aufrufe zustehen, auch kommen. Und abonnieren, dann werde ich weitere Videos machen. Bis dann und ciao.